Hallo und willkommen. Mein Name ist Paola Royal. Ich lebe in England und arbeite hier als Wellbeing und Resilient Coach und Ernährungsberaterin. Ich bin gefragt worden von ein paar Leuten, was die drei Prinzipien sind und darüber mal in Deutsch zu sprechen. Unter anderem hat mein Vater mich dazu angeregt und deswegen jetzt dieses Video. Was sind die drei Prinzipien? Die drei Prinzipien sind Mind, Thought und Consciousness. Mind ist das Universum, ist die Intelligenz des Lebens. Man kann es auch Gott nennen, man kann es Allah nennen, man kann es Prana nennen. Es gibt verschiedene Wörter, die im Prinzip das Gleiche ausdrücken, die Intelligenz des Lebens, was unser Herz schlagen lässt in der Nacht. Was immer wieder Frühling, Sommer, Herbst und Winter kommen lässt. Und es kommt immer wieder Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Wir können tun und lassen, was wir wollen, aber es kommt immer wieder. Es ist das, was das Gras wachsen lässt, das die Bäume unter der Erde verbindet. Es ist eine größere Intelligenz hinter dem Leben, als wir uns vorstellen können. Konnten. Und es wird uns immer mehr bewusst, dass so das ist. Es gibt das Unerklärliche. Das Unerklärliche, was wir versuchen zu erklären, das ist die Intelligenz des Lebens. Dann gibt es das Bewusstsein. Ohne dem Bewusstsein können wir nichts wahrnehmen. Aber dann gibt es noch den Gedanken. Der Gedanke im Augenblick. Und ohne die Macht des Gedanken können wir nichts wahrnehmen. Gar nichts. Wir können nicht das Bewusstsein wahrnehmen und wir können auch nicht die Intelligenz des Lebens wahrnehmen. Wir können nicht unsere fünf Sinnesorgane wahrnehmen ohne die Macht der Gedanken. Wir können Schmerz nicht wahrnehmen ohne die Macht der Gedanken. Die drei Prinzipien paradigmatisch heißt, wir hatten noch nie Prinzipien in der Psychologie. Wir hatten Ideen in der Psychologie. William James und auch Alan Watts hatten danach gesucht und hatten nie Gesetze in der Psychologie erklären können. Und diese Gesetze, die haben wir gefunden durch Sydney Banks, der vor 40 Jahren diese Erkenntnis hatte. Seitdem ist dieses Verständnis noch mehr vereinfacht worden. Und das ist eben dadurch, dass wir festgestellt haben, dass mit Keith Blevins und Walter Monroe, dass es im Prinzip Single Paradigmatic ist. Das heißt, ein Paradigm ist im Prinzip, wie ich schon eben gesagt habe, eine neue Erkenntnis. Wir hatten früher gedacht, die Erde wäre flach. Und dann, als wir festgestellt haben, die Erde ist rund, ich glaube, es war Hipernikus, der das festgestellt hat, das erste Mal, wurde er nicht applaudiert dafür. Weil die Menschen das nicht annehmen wollten. Und das war ein neuer Paradigm mit unserer Welt. Und genauso hatten wir noch nie ein Paradigm in der Psychologie. Dadurch, dass wir das Verständnis haben, woher unsere Gedanken kommen, woher kommen unsere Gedanken, wie sind aufgewachsen, dass wir denken, äußere Umstände sind verantwortlich für das, was wir fühlen. Wir machen das Wetter verantwortlich, wir machen unseren Partner verantwortlich, unsere Kinder, unsere Eltern, unsere Arbeit verantwortlich dafür, wie wir uns fühlen.
Aber äußere, und das muss ich noch dazu sagen, es passiert total unschuldig. Wir wissen es nicht anders. Aber durch dieses Verständnis erkennen wir, dass es nicht äußere Umstände sind, die uns unsere Gefühle geben, sondern es kann nur durch unsere Gedanken im Augenblick kommen. Das heißt, wenn mein Mann mich irgendwie fühlen lassen könnte, dann würde er sehr wahrscheinlich probieren oder würde er sehr wahrscheinlich wollen, dass ich ihn liebe die ganze Zeit. Aber einen Tag kommt mein Mann nach Hause und ich denke, oh, mein Mann ist hier und wunderbar und wunderschön. Und am nächsten Tag kommt mein Mann nach Hause und ich registriere ihn gar nicht, weil ich mit was anderem beschäftigt bin. So, wieso ist das? Es zeigt mir wunderbar, dass mein Mann nicht die Möglichkeit hat, mich irgendwas fühlen zu lassen. Es kommt von meinen Gedanken in dem Augenblick, wie ich fühle. Und das geht in absolut jedes rein. Ich probiere gerade ein anderes Beispiel zu geben, aber ja, zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel aus dem Haus gehe, eines Tages gehe ich aus dem Haus und alle Menschen sind total freundlich und ich habe den tollsten Tag. Und am nächsten Tag gehe ich aus dem Haus, ich gehe genau den gleichen Weg, ich habe einen ähnlichen Tag, aber der Tag läuft überhaupt nicht so, wie ich will. Das kommt nicht, weil die äußeren Umstände sich verändert haben. Natürlich, die haben sich auch verändert, aber es kommt daher, wie ich denke, in dieser Zeit, in diesem Augenblick. Wenn ich erkennen kann, dass Gedanken keine Instruktion sind, sondern eine Konstruktion. Ich muss nicht handeln an meinen Gedanken. Wenn ich erkenne, dass es im Prinzip nur diesen einen Augenblick gibt, nur hier, das Jetzt. Meine Zukunft ist nicht vorhersagbar. Ich kann mir Gedanken machen über die Zukunft so viel, wie ich will. Ich habe keinen Einfluss, wie es ausgeht, wie es weitergeht. Meine Vergangenheit ist 2 Sekunden her. Ich kann mir noch so viele Gedanken machen um meine Vergangenheit. Ich kann meine Vergangenheit nur mit mir mitnehmen, durch die Gedanken, die mit mir reisen, durch Zeit und Raum. Das Einzige, was es im Prinzip gibt, nur gibt, ist der Augenblick jetzt und hier. Und meine Gefühle in diesem Augenblick, die kann ich nur wahrnehmen durch Gedanken, die ich habe im Augenblick. Und das war's schon. Es ist so simpel, so einfach, aber dadurch, dass wir versuchen, es mit dem Gleich zu verstehen, mit dem wir es ausdrücken, ist es für uns teilweise sehr kompliziert oder es scheint zu kompliziert. Und dieses Verständnis ist so einfach und so simpel, aber sehr komplex. So, seit ich dieses Verständnis habe, verstehe ich, was all die weisen Männer und Frauen schon immer von gesprochen haben. Ich muss mich nicht mehr hinsetzen und meditieren. Nicht, dass ich
dass ich das nicht schön finde oder dass es nicht schön ist, sich mal hinzusetzen und in Ruhe zu sein. Und es hilft einem sicher. Aber ich brauche keine Technik mehr, um mich in das Verständnis zu bringen, im Augenblick zu sein. Dadurch, dass ich dass ich verstehe, wie meine menschliche Experience, mein menschlicher Verstand funktioniert, werde ich im Augenblick wieder zurückgeholt. Das heißt, ich lebe in meinem menschlichen Verständnis. Ich bin Mensch und ich werde immer Mensch bleiben. Und als Mensch haben wir die Tendenz, nach außen zu gucken und die Antworten außen zu suchen. Aber eigentlich sind unsere Antworten alle in uns. Und dieses Verständnis ist so simpel. Das Einzige, was ich mich nur fragen kann, ist, woher kommen meine Gefühle in diesem Augenblick, jetzt im Augenblick? Und das ist alles, was ich wissen muss. Ich muss nicht mehr analysieren, nicht mehr zurückgehen in die Vergangenheit. In dem Augenblick, wo ich mir klar bin, wo meine Gefühle herkommen, und wenn ich das realisiere, insightful, das heißt von innen her realisiere, dass das nur durch Gedanken im Augenblick kommen kann, muss ich nichts anderes mehr hinterfragen. Weil, was sind Gedanken? Gedanken sind frische Luft. Und ich lebe nur von Moment zu Moment zu Moment. Und in jedem Moment habe ich wieder frische Gedanken. Und wieder, und wieder, und wieder. Und in jedem Augenblick bin ich okay. Ist alles in Ordnung. Aber für mich ist es nur interessant zu wissen, was in diesem Augenblick passiert. Wo habe ich das Gefühl, dass meine Gedanken herkommen? Und wenn ich das Gefühl habe, dass äußere Umstände dafür verantwortlich sind, wie ich mich im Augenblick fühle, sprich mein Partner, meine Kinder, meine Arbeit, äußere Umstände, meine Gesundheit, dann muss ich was dagegen tun. Wenn ich aber erkenne, dass meine Gefühle von den Gedanken kommen über meine äußeren Umstände, dann ist da ein riesengroßer Unterschied für mich. Dann ist es okay, weil ich bin nur Mensch. Und wenn ich irgendwie traurig bin, dann ist das, weil ich in dem Augenblick traurige Gedanken habe, vielleicht über meine Vergangenheit, weil es ist eigentlich meistens über die Vergangenheit, über irgendwas, was passiert ist, über irgendwas, was jemand gesagt hat. Aber ich kann nur fühlen, was ich denke, in dem Augenblick. Jetzt, wenn ich erkenne, dass Gedanken an mir vorbeiziehen und dass sich das ändert von Moment zu Moment zu Moment, dann muss ich nichts mehr unternehmen. Dann muss ich nichts mehr ändern. Dann muss ich nichts mehr tun. Dann kann ich einfach sitzen mit meiner Traurigkeit. Dann kann ich einfach sitzen mit meiner Angst.
Dann kann ich einfach sitzen mit meiner Frustration. Kennen Sie den Augenblick, den perfekten Augenblick, wenn alles stimmt? Ich habe das zum Beispiel meistens, wenn ich irgendwo in der Natur bin. Und es ist so wunderschön. Und ich möchte, dass dieser Augenblick nie vorbeigeht. Nie. Aber auch der zieht vorbei. Weil plötzlich bin ich wieder in meinen Gedanken. Und das Leben geht weiter. Und genauso wie diese schönen Gedanken vorbeiziehen, ziehen auch die schlechten Gedanken an mir vorbei. Ohne, dass ich irgendwas tun muss. Und das ist für mich sehr beruhigend. Wenn ich das merke, dass ich nichts mehr tun muss, und es ist total okay, wie es ist. Wenn ich merke, wenn ich mir bewusst bin dessen, dass meine Gefühle von meinen Gedanken kommen in dem Augenblick und sich das ändert von Moment zu Moment, dann bekomme ich mehr Ruhe. Ich muss nicht mehr anfangen zu überdenken. Weil wenn ich der Meinung bin, äußere Umstände sind dafür verantwortlich, wie ich mich fühle, dann muss ich das angucken von allen Seiten. Ich muss was versuchen zu tun. Ich muss was versuchen zu ändern. Es kann nicht mehr so weitergehen. Können Sie hören, wie man anfängt zu überdenken? Aber wenn ich mir dessen bewusst bin, dass meine Gefühle in dem Augenblick von Gedanken kommen, die an mir vorbeiziehen, dann werde ich ruhiger. Weil alles ist so, wie es sein soll. Und dann vergesse ich wieder. Und dann bin ich wieder als Mensch unterwegs und mache mir Gedanken und analysiere und so weiter und so fort. Und dann werde ich mir wieder bewusst. Und das ist genau das mit diesem einfachen Verständnis, das so weit ist, so weit geht, dass ich wirklich zur Ruhe komme. Ich werde noch weitere Videos machen über verschiedene Ansätze. Über Beziehungen, über Depressionen, über Stress. Aber ich wollte als erstes mal anfangen zu erklären, was die drei Prinzipien eigentlich wirklich sind. Also die drei Prinzipien als Paradigm. Wenn Sie weitere Fragen haben, Sie können mich jederzeit kontaktieren. Und meine Webseite ist www.healthylivingwithpaolaroyal.co.uk. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wiedersehen.